Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal ein Video hochlade, aber ich habe heute mal gedacht, da viele Call of Duty Suchtis jetzt gerade zugucken oder Leute, die gerne Call of Duty spielen, dann interessiert euch doch auch gerne mal die Embleme. Diese Leute, die ihr hier seht, werden wir gleich mal anschauen und mal ein bisschen analysieren, aber bevor wir das tun, werde ich in mein Ding gehen, in meine, ja, in meine Kaserne sozusagen. Und das sind natürlich auch Visitenkarten. Das war nämlich mein erstes, glaube ich. War das mein erstes? Ja, das war mein erstes Emblem, glaube ich. Dieses, warte mal, das war überhaupt nicht mein erstes Emblem. Ach, egal, das ist gar nicht mehr verfügbar. Und zwar war das eigentlich mein erstes Emblem. Viele haben gesagt, es sieht gut aus. Warum ich eigentlich dieses Emblem genommen habe, wissen aber die wenigsten. Ja, das kann ich euch jetzt mal sagen. Und zwar habe ich die Bravo damals sehr gern gelesen. Heute kann ich die Bravo gar nicht mehr ab. Allein schon wegen Justin Bieber und was da alles drin steht. Also, wenn ich die Bravo lese, dann möchte ich etwas über Prominente erfahren, über Arnold Schwarzenegger und nicht über Justin Biebers neue Frisur. Aber trotzdem finde ich die Bravo von damals noch richtig cool. Damals war ja der Schriftzug sehr bunt und bunt ist natürlich auch mein Ding. Ich weiß, ich muss meine Uhrzeit ein bisschen hier verändern, aber ist mir nicht gekommen. Bin noch nicht dazu gekommen. Es geht mir aber jetzt nicht um das, sondern es geht um diese Leute, die jetzt hier gerade online sind. Und ja, das sind meine Freunde. Und fangen wir einfach mit Homer Simpson an. Auch TRX Freak genannt. Im Hauptmenü. Und zwar ist er gerade hier dabei. Also, was ist er dabei? Der spielt jetzt auf jeden Fall gerade nichts. Aber der hat ein cooles Emblem. Und zwar Homer Simpson mit der Zigarette im Mund. Das ist ein cooles Emblem. Sehr schön gemacht, wenn du das siehst. Hau rein. Super gemacht. Ja, könnt ihr gerne anschreiben, dass er es gut gemacht hat. Da ist Ombre01, könnt ihr auch anschreiben. Nämlich der hat Patrick Star aus SpongeBob nachgemacht. Wow. Der hat nur noch einen Zahn. Das heißt, Patrick hat vergessen, Zähne zu putzen. Michi229 hat XGTR mit hinten diesem schönen bunten Ding. Finde ich auch schön. Ist Prestigemeister, Rang 191 und Liga-Bester. Gut gemacht, Michi. Imperator Chemi hat irgendetwas Japanisches mit etwas Japanischem, mit einem japanischen Auge. Und da ist mir gerade in die Lobby gefolgt. Und da haben wir natürlich noch Avi 013111. Und zwar hat er das Ding Camper drin und diese komischen Soldaten da mit dem Zelt hinten dran, finde ich richtig cool gemacht. Und somit sage ich einfach ciao. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Und somit sage ich ciao und wir sehen uns im nächsten Video.